Wir sind hier am Anfang eines langen Prozesses. Wir werden morgen eine Zusammenkunft der etwa 100 obersten Führungskräfte der Bundeswehr, Admirale und Generale haben, um diesen Diskussionsprozess auch einerseits über die Frage, wie kann es sein, dass so lange der Soldat A unentdeckt in den Reihen der Bundeswehr auch Karriere machen konnte, aber zweitens auch, um deutlich auszusprechen und miteinander zu verbalisieren, wie wir immer wieder auch unsere Werte und unsere Regeln klar machen können, in die Breite tragen können, damit keinerlei Zweifel besteht, wo wir positioniert sind. Gerade weil sie einen guten Dienst leisten, ist es umso bitterer, dass eine kleine Minderheit den guten Ruf der Bundeswehr beschädigt. Und hier müssen wir rückhaltlos aufklären. Das sage ich auch mit dem Blick auf andere Vorkommnisse der vergangenen Wochen und Monate, wo Menschen schikaniert worden sind, wo sie herabgewürdigt worden sind und was unter keinen Umständen toleriert werden darf. Hier stellen wir uns in der Tat die Frage, wie bei diesen Vorfällen wie in Pfullendorf zum Beispiel, solange die Dinge unentdeckt bleiben konnten und die Disziplinarvorgesetzten nicht die notwendigen Maßnahmen ergriffen haben, um das zu ahnden und zu beenden. Auch werden wir nicht nur morgen mit den Führungskräften der Bundeswehr, sondern in diesem längeren Prozess einen genauen Blick auf die Disziplinarordnung werfen müssen. Die Frage nämlich, wo gibt es Bruchstellen, wo gibt es Lücken, wo gibt es Möglichkeiten, dass Vorfälle, die gemeldet werden müssen, nicht weitergeleitet werden, weil das System in sich nicht stimmig ist. Das wird eine Arbeit der nächsten Wochen und Monate sein, der wir uns aber auch in diesem großen Prozess widmen werden.